Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel mit Zorn der Cypher gegen Link-Erzeugung. Genau. Möge das Herz der Karten hier beistehen. Ich habe den Münzwurf gewonnen, kann das sein? Ja. Ah ja. Gleich sehen wir, wer anfängt. Du bist es. Okay, dann muss ich schnell wieder zurückgehen. Keine Eile, du hast noch nicht einmal gezogen. Da hast du recht. Okay, jetzt hast du gezogen. Hä? Wirklich? Wenn man das tun würde. Naja, man kann ja nicht ziehen in Zug 1, also bist du auf jeden Fall dran, in der Main Fight. Oh, stimmt. Da muss ich ja schneller kommen, wenn ich nicht auf die Zieh-Animation warten kann. Ja. Ist mir auch eingefallen. Okay, also ich spiele erstmal den. Es ist eine harte Wand. Ich habe zum Glück etwas gefunden, womit ich dagegen ankomme. Wirklich? Ja. Du wirst mich nicht besiegen. Okay, du bist dran. Oh. Oh. Ja. I oh. See. Ich bin doch einfach nur Gott. Welchen möchte ich jetzt beschwören? Ah, okay. Ey du, ich kontrolliere Monster der Stufe 8. Ich weiß nicht, ob das noch Relevanz hat, aber ich aktiviere es mal. Oh. Okay. Nehmen wir die beiden in der Fall, die beide Sebo haben. Auch wenn der andere auch nur 800 hat, aber was soll's. Interessant. Ein Effekt outplayt den Textwechsler. Jupp. Textwechsler wurde outplayed. Wenn du mit mehreren Monstern angreifen könntest, dann wäre ich schon Game Over. Ja, das ist halt so der Nachteil davon. Leider darf ich nur mit dem einen Typen dich direkt angreifen. Nein, du musst zugeben, es wäre sonst ein bisschen unfair. Warte mal. Warum genau hat Doppelbelichtung einen Effekt in der Battle Phase? Oh mein in Gott! In der Battle Phase. Du kannst das selber uns erwähnen. Stell mal ein anderes auf einem Monster, der Fee hört und sein Name bist du. Hände der Will. Du kannst mit zwei angreifen. Oh. Wähle ein Monster, das du kontrollierst. Warte mal, was will ich zuerst? Kannst du selber Monster wählen, das du kontrollierst? Also zuerst das, dessen Namen Monster du kopieren willst. Auf dem Spiel. Okay, also ich kopiere seinen Namen. Auf den 4000. Verstehe ich das richtig? Und apply ist auf ihn. Er darf trotzdem nicht angreifen. Das scheint irrelevant dafür zu sein. Ja, ich meine, wenn ich zwei Cypher-Drachen-Augen. Also wenn ich zwei von denen der Stufe 8 hätte, könnte ich es ja auch nicht machen. Na gut. Dann hilft dir das in dem Fall jetzt nicht. Jo. Schade. Ich hätte vielleicht einen anderen so nennen können. Dann hätte ich noch einen. Ja, egal. Hm. Oh. Aha. Ohne den Stufe 8er hast du aber nächste Runde ein Problem gegen mich. Wenn du meinst. Naja, ohne den Stufe 8er, um Textwechsler wegzubekommen, was willst du dann tun? Spielst du einen zweiten? Woher weißt du das?
Ja, wenn du schon so redest. Na, du hast recht. Ah ja. Wie wär's damit? Ich hol mir den anderen wieder aus dem Friedhof ins Deck zurück. Hä? Welchen? Ach so! Der liegt doch unter mir! Ah, hier, vielleicht möchtest du nochmal 6, 7. Okay. Ah, interessant, du bist smart, damit der Stufe 9er ihn nicht zurückholen kann, wenn er stirbt. Wie kommst du da drauf? Also wäre das Logischste, also ich hätte zumindest von ausgegangen, dass du darüber nachgedacht hast, bevor du es gemacht genau hast. Genau das, ja, habe ich tatsächlich, deswegen wundert mich das. Na gut, ich kann nichts tun, du bist dran. Okay, warum nicht? Okay, das ist, du hast, glaube ich, eine Sache vergessen. Ist der 9-Sternen-Typ einfach mein Monster vernichten kann? Ja. Ja. Oh, das wusste ich nicht mehr. Das wusste er nicht mehr. Okay, ab ins nächste Duell. Ich habe einen guten Start, aber dass du instant exilen kannst, hat dir natürlich stark geholfen. Keine Ahnung, du kannst so heißen. Ich weiß nicht, ob der was bringt. Das tut mir nicht so viel weh, wenn ich ehrlich bin. Ja, das stimmt. Bam! Bam, 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 bam. Wurde outplayed. Ja, so schaut es aus. Ich fasse es nicht. Okay, Runde 2. Unter Umständen bricke ich diesmal mehr. Ich meine, die Tatsache, dass ich alle drei Drachen gezogen habe, die in dem Deck liegen, wenn ich mir richtig entsinne. Okay, gucken wir mal. Das ist definitiv eine etwas schlechtere Hand. Wir spielen das hier. Und dann spielen wir den hier. Und das war's dann. Galaxy Dragon! Über den kommst du zumindest nicht drüber, aber ich kann dich auch nicht angreifen. Du hast keine Drachen, du hast nur Cyverse! Was? Ja. Das ist aber schon der Meme, oder? Der Taktik ist gleich geblieben. Naja, jedes andere Monster hättest du ja einfach zerstört. Sofern du ein zweites Monster spielst, verstehst du? Das tat mir jetzt weh. Gut, ich glaube, ich darf nicht angreifen. Jupp. Dann starren wir es jetzt an. Wer hat mehr Karten im Deck? 34 zu 34. Du ziehst. Ich glaube, dann würdest du verlieren, oder? Keine Ahnung. Werden wir dann sehen. Ich kann specialen. Hoffentlich. Du hast da was vergessen. Ja, was habe ich vergessen? Du opferst den! Krass. Ich gehe heute nicht ohne dich zu vernichten. Ich meine damit, einmal Damage zu machen und dann down zu gehen. Ich meine, keine Ahnung, ich weiß nicht.
Okay. Oh mein Gott, das ist risikoreich. Inwiefern ist das ein Risiko? Ich verrat's dir nicht. Ich frage mich, wie viel Defense du hast. Okay. Willst du was ins Deck zurückmischen? Okay. Ja, so wie es ausschaut, gehe ich zuerst Deck out. Ja, jetzt erst. Warum hast du nochmal so einen? Perfekt. Du machst meinen ganzen Clan kaputt. Der hätte überleben müssen. Ja, ich hab's mir gedacht. Genau deswegen war ich so unbesorgt, meinen Texwechsel zu vernichten. Der hätte sich Stufe 8 machen können. Zweitens, ich habe zwei Starterkommandanten. Stufe 8, ja, lassen. Stufe 8. Kann ich ihn verfrieden? Ach nee, ich kann das. Oh, okay, machen wir. Hättest das zurückmischen sollen, ha? ich konnte nur Monster wählen. Ach so, okay. Ah, so. Hätte ich vielleicht Glück, anders machen sollen. Hast du ein Glück, dass kein Monster in der Extra Monster Special Zone ist? Ja. Ich hab Glück, dass ich noch nicht gelingt habe. Ja, du hättest dir den echt aufheben sollen. Das vergesse ich immer. Aber theoretisch hättest du es ja auch wissen können. Also, bis dass du wahrscheinlich den Friedhof checkst, weil das mache ich irgendwie auch fast nie. Ich habe auch nicht so oft Gegner, die da wirklich viel aus dem Friedhof dann noch im Nachhinein machen. Ich wollte eigentlich den hier specialen, aber du machst ja nichts, also kann ich ihn nicht specialen. Aber er ist verdammt nochmal doppelt gebufft worden, heftig. Ja. Was will ich? Dekodiersprecher oder einfach jetzt fertig machen? Okay. Ich glaube, du hast mehr ATK auf dem Board gerade. Dumme Frage, aber kannst du dich noch wehren? Ich riskiere es einfach. Ich könnte deine Backward dezimieren. Wahrscheinlich notwendig zu sein. Ich habe exakt so viel ATK, wie ich brauche. Dimensionsschnitt und XYZ Wiedergeburt. Und die eine Karte, mit der man das andere Monster aufwenken kann. So sieht's aus, Leute. Die Galaxieaugen, Cypher, Drachen sind nichts. Der Zorn des Cyphers war nicht zornig genug. Ja, bei Simulacrum sieht das Ganze anders aus. Da hättest du fast immer eine Hand, mit der du exceeden kannst. Im ersten Duell hattest du Glück, im zweiten hattest du Pech. Mal gucken, ob das dritte etwas ausgeht. Wogner sein wird, ob du meinen Textwächler irgendwann noch aktivierst. Ich hätte exceeden können, wenn du mein Monster nicht zerstört hättest. Ich hatte den Drachen auf der Hand, der sagt, wenn du ein Monster der Stufe 8 hast, kannst du dieses Monster normal beschwören, ohne ein Opfer. Und wie hättest du dein Monster, das da lag, auf... Warte, hatte das von Anfang an Stufe 8? Das konnte sich selber auf Stufe 8 machen, das ist der Effekt davon. Just for fun, das ist ja in Ordnung. Ja, dann habe ich ja Glück gehabt mit meinem Doppelt-Kommandanten. Und jetzt habe ich extremes Pech bewiesen. Holy shit. Also meine Hand schaut ja auch nicht sehr rosig aus. Ja, wenn du wüsstest, was ich hier gezogen habe, dann würdest du heute. Ich kann dir sagen, ich habe nur grüne Karten gezogen. Na gut. Du hast auch eine grüne Karte, wie ich sehe. Naja, jetzt würde ich mir wünschen, dass es ein Pendeldeck wäre. Dann wäre grün nicht unbedingt immer grün. Ach ja. Was macht denn der? Ich habe vier Karten mit der Farbe. Du hast ja gar kein Monster abgeworfen. Macht das Sinn? Tut es das? Oder tut es das nicht? Bin mir nicht sicher. Aber ja, ja, so krass schaut er aus, so scheiße ist er. Warte, was für Effekt hat er? Einmal pro Spielzug. Du kannst eine Karte von deiner Hand verbannen. Wann ein Monster auf dem Spielfeld mit kleineren ATK. Es wäre nur er selbst. Er würde sich jetzt selbst verbannen, wenn ich das aktiviere. Nice. Ja. Du hast recht, das ist nice. So ist das geil. Aber ich habe 8 Sterne-Monster, vielleicht willst du es dir klauen? Tut mir leid, die meisten Klaukarten sind nicht mehr legal. Meine Xeed-Monster kann klauen, ja, das ist, aber das.
dauert ein bisschen. Ich weiß, es war jetzt ein ziemlicher Waste von meinen Monstern, die ich auf der Hand hatte. Aber dadurch konnte ich zweimal angreifen. Und wir werden sehen, je nachdem wie schnell oder wie lang es dauert, bis du dich wehren kannst, könnte das eine Siegesbedingung sein. Hi. Der ist gleich da. Vielleicht. Du willst nicht crashen? Nein, das hatte ich nicht vor. Ich will, dass er da bleibt. Ja, aber das ist doch blöd. Kannst du ihn denn beschützen? Das ist blöd. Ja, wenn du ihn nicht beschützen kannst, dann töte ich ihn doch jetzt. Du kannst den töten? Ja, ist dir nicht aufgefallen, dass meine Monster stärker sind? Deine Monster sind stärker? Du hast mir gerade ein bisschen zu viele Monster. Ja, jetzt beschütze ihn. Kennst du die Karte noch? Das gute alte Schrumpfen. Leider hattest du zwei mit 1500. Ja. Das war ein Plan zerstört. Ja, Tapferschwung hat sich tapfer geschlagen. Geopfert. Du hast mir Damage gemacht. Sowas ist mein Flawless Victory nicht mehr. Flawless Victory gibt's nicht. Oh, cool. Der. Wann kann ich den beschwören? Ah, okay. Okay, verstehe schon. Hab ich schon gewonnen, tut mir leid. Hast du das gewonnen? Okay, ich habe nicht gewonnen. Vielleicht kommt dir das Artwork irgendwie bekannt vor. Oder wenn du einfach mal den Namen anschaust. Ich habe diese Karte schon mal benutzt, Dennis. Ich weiß ja nicht. Das ist eine Referenz auf die verräterischen Schwerter. Ja, und ich habe das sogar gesagt. Okay, gut, gut. Okay, von mir aus. Misch das ins Deck. Ist okay. Kannst du machen, darfst du machen, denke ich mal. Vielleicht. Gut, dass du keinen Angriffspunkt hast. Aber jetzt weiß ich, warum du so entspannt warst. Du wusstest, dass du noch nicht verlieren würdest. Du wusstest, dass du meinen Monster in die Luft geatmet hättest. Falls du in dann. Falls sich diese Karte in der Hand befindet. Ja, okay. Ah, okay. Das ist so bescheuert. Das ist quasi Topf der Trägheit. Ja, perfekt, ja. Ah, naja. Stopp! Was? Darf ich den kaputt machen? Kommt drauf an. Kommt drauf an, worauf denn? Nein, nein, kannst du nicht. Darf ich den dann wieder ziehen oder wo geht der hin? Ah ne, wieder reingedicht. Warte, wo kriegst du? Mische es ins Deck. Ja. Das heißt, dass du ihn nicht gleich ziehen wirst. Nee, das Deck wird gemischt. Boah, ich bin so intelligent. Es ist unglaublich, wie schlau ich bin. Oh mein Gott! Hilfe! Ich dachte, du musst den targeten. Oh mein Gott. Alter. Nein. Ich dachte auch irgendwie so, aber ich durfte alle targeten. Ein Problem weniger. Was ist das gemacht? Ah, so viel dazu. Hast du die gerade das Gesetz gehabt oder war die vorher auch schon da? Ja, die lag da schon. Warum hast du sie ja noch nicht benutzt in deinem Zug? Wenn ein Monster einen Angriff deklariert. Oh, okay. Ich konnte deinen Schwertkämpfer nicht blocken, weil ich dann schon angegriffen hatte zu dem Zeitpunkt. Und. Naja,
Ehrlich gesagt wusste ich nicht, dass wenn ich dann versuche, ein Monster nochmal anzugreifen. Ja, wahrscheinlich hättest du einfach ihn angreifen können, oder? Wie genau ist die Karte verwertet? Wähle ein Monster auf das Spiel. Ja, genau. Wenn eins ein Angriff deklariert, jetzt scheißegal, ob es meins, deins oder keine Ahnung. War mir nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Aber nachdem ich es gerade gesehen habe, dachte ich mir, das muss ich jetzt machen. Natürlich, also erst habe ich gedacht, vielleicht ist das Mazed. Soll ich mein Monster wirklich beschützen? Und dann habe ich mir gedacht, oh mein Gott, ich muss es gar nicht beschützen. Ich kann ja was viel Besseres machen. Und dann hast du verloren in diesem Moment. Dann habe ich mir gedacht, oh, jetzt bin ich gefickt. Du überlebst diese Runde. Das ist ja schön symmetrisch. Bei dir. Du überlebst auch die nächste Runde noch, wenn ich kein Monster ziehe. Symmetrisch. Mit Laberstirn. Oh mein Gott, da kann ich vielleicht irgendwas ziehen, was ich nutzen kann. Ist echt kein gutes Deck geworden, das sie uns da verkauft haben. Naja. Es werden halt Decks verkauft. Die müssen nicht unbedingt gut sein, die werden einfach nur verkauft. Holy shit, dass ich den ziehe, ist das krasseste. Meine Event-Decks sind auch nicht unbedingt die besten Decks. Aber sind zumindest Call by the Grave drin. Das macht sie zumindest relevanter als viele andere Decks. Jetzt bist du dran. Deine letzte Chance. Glaube an dich. Welche Karte werde ich jetzt ziehen? Der könnte vielleicht sogar helfen. Holy shit. Ich glaube nicht, dass er angreifen darf, oder? Oh doch, darf er sogar. Ich darf, glaube ich, keine extra Monster angreifen, oder? Wie wär's, wenn du ihn nochmal ziehst? Wann anders? Ich glaube, es gibt keinen Mann anders, aber okay. Das stimmt. Was für ein Zufall, dass ich zwei Züge, nachdem ich die erste benutzt habe, nochmal eine gezogen habe. Klasse, nicht wahr? Finde ich auch. Ja, super. Für den Fall, dass du mich irgendwie blockst, bin ich nächste Runde richtig gebracht. Aha. Das ist nämlich mein einziges Monster, das musst du halten. Ich habe es getan. Ey, das stärkste Monster, mit dem ich dich angegriffen habe, hat 1600 ATK. Alle anderen waren Schwäche. Und irgendwie bist du trotzdem irgendwann Gut, bewerten, nicht vergessen und tschüss. Tschüss.